Ja, dann hat es ja dann doch noch mit dem einen Tor geklappt, was am Ende dann noch die 3 Punkte gebracht hat. Ich glaube, die beste Chance dieser Seitfallzieher, der ist leider nicht reingegangen. Das wäre es natürlich noch vom Erlebnis gewesen, aber am Ende die Aufholjagd wurde durch Brückmann eingeleitet. Stimmt, ja, da wäre sie ein bisschen früher eingeleitet worden. Ich habe es ja nicht gesehen, ich stehe mit dem Rücken zum Tor. Ich glaube, den hält er nicht so schlecht. Gefühlt habe ich ihn gut getroffen, vielleicht ein bisschen zu zentral. Ja, aber es war trotzdem, haben wir dann wieder so ein bisschen Chancen rausspielen können. Dann, ja, nach der Was lange nicht der Fall war, ne? Ja, also ich sage mal, jede Minute hat für Meuselwitz in die Karten gespielt. Einfach mit einer 2-0-Führung, die, selbst nach einer 1-0-Führung, die haben sich fallen lassen. Die haben sich schon mit dem Anpfiff fallen lassen. Es ist dann schwer, gegen 11 tiefstehende Akteure da zu agieren. Und wie gesagt, das 2-1, das Anschlusstor, das hat dann so ein bisschen die Tür geöffnet, einfach Meuselwitz ein bisschen gebrochen. Wir haben weitergemacht. Ich glaube, es waren dann sehr, sehr, sehr schöne 10 Minuten für alle hier im Stadion. Wenn man mal ganz ehrlich ist, sicherlich hatte Meuselwitz nur die 2 Chancen gehabt, Cottbus deren viele. Aber am Ende hätte sich vielleicht auch der Gegner das Pünktchen verdient, aufgrund seiner auch großartigen Abwehrarbeit. Ja, natürlich. Die haben sich ja in jeden Ball reingeschmissen. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist nicht nur für Energie Cottbus schwer, sondern es ist auch für den FC Bayern schwer, wenn die gegen so tiefstehende Gegner spielen, natürlich immer in der jeweiligen Liga. Es gehört dann auch dazu, dass vielleicht mal ein Schockfehler mehr dabei ist. Man muss halt so Räume anspielen, die wirklich sehr, sehr stark besetzt sind, um da irgendwie mal was frei zu bekommen. Und ja, also trotzdem glaube ich, dass die Ballbesitzphase von Meuselwitz überschaubar war. Wir haben immer wieder den Ball zurückerobert direkt. Immer wieder versucht. Und wie gesagt, solche Spiele brauchen einfach so einen Starter. Der kam dann zum Glück nur rechtzeitig, obwohl es 81. Ja, kann man vielleicht schon ein bisschen früher anfangen. Aber so, ja, wie gesagt, das sind die schönsten Fußballspiele. Das denke ich auch. Alles Gute weiterhin und für heute erstmal Gratulation, hohe Anerkennung. Dankeschön. Heiko Weber, an der alten Stätte sah es lange gut aus. Zu lange? Was hat gefehlt am Ende? Kraft. Wirklich, wir haben wirklich alles abgerufen, was wir drauf haben. Führen 2-0. Haben aber leider heute auch nur 3 Spieler auf der Bank gehabt zum Wechseln. War noch sehr lange im Bus und mit der Zeit durch das 2-1 ist es natürlich immer schwerer geworden. Und ärgerlich ist, dass wir noch verlieren, ist klar. Ihr habt wenige Chancen gehabt, die aber resolut genutzt. Cottbus hatte deren mehr. Am Ende hat es dann doch für Cottbus gereicht. War das dann der ausschlaggebende Punkt? Wir müssen immer dran denken, was macht Cottbus, was macht Meuselwitz. Das ist ein 3-2, kann dann immer passieren. Ich mache da meiner Mannschaft keinen Vorwurf. Das ist dann so durch den Stress, durch die Tumulte, Ecke, sehen wir ja auch in anderen Stadien. Ist ärgerlich, aber müssen wir das lernen. Wie war das heute, wieder mal zurückzukommen nach 10 Jahren? Wir spielen hier immer gern. Das sind ja immer spannende Spiele. Ich dachte, einen Punkt nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber man darf draußen nicht denken, sondern es ist ein 2-3 und das ist ärgerlich.